Das bin ich, Marie. Erfolgreiche Schauspielerin, Partyqueen, am Toteln und Tindern. Ich brauch die 15 Punkte, Herr Brenner. Am Daten und plötzlich... Brüssel! Brüssel! Was war das denn jetzt? Keep me up all night till the drop. Warum zur Hölle müssen Kinder immer zwischen 6 und 7 aufstehen? Ich quäle mich jeden Morgen aus dem Bett. Kaffee aufsetzen. Früher habe ich so gut wie gar keinen Kaffee getrunken. Jetzt habe ich 93 Stempelkarten von allen Kölner Kaffeeröstereien. Kinder vor die Glotze. Ich selber ziehe dasselbe an wie gestern. Es ist irgendwie viel zu anstrengend, eine neue Hose und einen neuen Rolli rauszusuchen. Und hey, wenn das gestern okay war, dann wird es heute auch noch okay sein. Kurzer Blick in den Spiegel. Ein bildhübsches Kind. Noch ein bildhübsches Kind. Eine Obdachlose. Und hey, als ob mein eigener Anblick nicht schon schockierend genug wäre, treffe ich auch noch auf meine Supermodel-Freundin Chanel. Was sind denn das für Kinder da? Belästigen die dich? Nein, das sind meine. Meine perfekte Schwester Wiebke. Ich habe gerade die selbstgemachte Knete fertig. Kinder flechten Körbe und ich spinne gerade diese Wolle hier noch zu garn. Oder meine schwäbische Mutter. Marie, du bist nicht Danny ihre Freundin. Du bist die Mutter. Mama, kann ich noch einen Keks? Ich versuche, alles richtig zu machen. Nein, auf keinen Fall. Es gibt auf keinen Fall mehr Kekse. Aber irgendwie hatte ich mir das Familienglück anders vorgestellt. Ich war dankbar, dass ich irgendwann Mika begegnet bin. Du siehst echt müde aus. Mika ist die lesbische Mama, die auf einmal im Kindergarten vor mir stand, als meine Jungs mir die Gummistiefel ins Gesicht schleuderten und sie partout nicht wieder anziehen wollten. Henry, bitte zieh die. Komm, es regnet. Oh, nicht ins Gesicht, nicht mich dran. Nee, vor allem nicht ins Auge, das geht super. Nee. Sie wusste einfach, was ich brauche. Kaffee mit Baileys. Ihr konnte ich einfach alles erzählen. Ich habe Oskar gefragt, wen er lieber hat. Mich? Oder seine Erzieherin, Frau Hilderin. Sie machte mir Mut, wieder zum Yoga zu gehen. Oskar, Henry, Mama geht jetzt zum Yoga, ja? Nochmal? Komm, du Yoga. Hör mir, du. Atme, Liebe, ein. Atme, Schull, aus. Wo gehst du hin? Ich muss kurz zu meinen Kindern. Die sind hinter den Matten. Laus hier! Oder selbstbewusst meinem Ex-Freund Lennart zu begegnen. Es war ein Siegesmoment für mich. Ich hatte alles. Und Lennart... Lennart! Mika und ich waren die ganze Nacht tanzen. Das tat wirklich gut. Wir waren erst um 21:45 Uhr. Marie, was ist denn da bei dir los? Ich mach mir wirklich ganz arg Sorgen. Och Mama, es ist alles okay. Du musst wirklich nicht vorbeikommen. Ja, ist alles in Ordnung. Da bin ich aber schon. Also wenn ihr mich fragt... Und auch wenn mir manche die Mutterrolle immer noch nicht so zutrauten... Sie erzieht kleine Arschlöcher. Gab es neben Mika auch noch andere gute Berater. Innen. Ich hatte zwar drei Kinder, doch meine Karriere... Kennt ihr die noch? War für mich noch nie ein Problem. Dion erscheint mir nachts im Traum und gibt mir Ratschläge. Du hättest einfach berühmter und reicher sein sollen, bevor du schwanger bist. Na danke. Marie, sing aus deinem Herzen. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich musste mich wie Helene Fischer einfach an die Decke hängen. Ach Mist. Und aus tiefstem Herzen singen. Eine Brust.
wüsste, dass ich Helene Fischer den Rang ablaufen könnte, würde sie sich bald in ähnlicher postnataler Belastungsstörung befinden wie ich. Ich war die neue Helene Fischer. Okay, das war jetzt nicht ganz die Quintessenz der Geschichte. Aber... Hast du dein Glücklein wieder gefunden? So ähnlich. Danke.